In diesem Videoclip nehme ich Sie mit durch den Antragsprozess vom DKB-Kredit. Während des Anschauens lernen Sie, wie man erfolgreich bei der DKB einen Kredit beantragt und auf welche Punkte man achten muss, damit der Kredit so günstig bleibt, wie er angepriesen wird. Lassen Sie mich noch ein paar Punkte sagen, weswegen ich die DKB ausgewählt habe. Erstens, der bonitätsunabhängige Jahreszins. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das bedeutet, dass der Zins für alle Kreditnehmer gleich ist. Sie kennen das vielleicht von Kreditvergleichen. Sie finden eine sehr, sehr günstige Bank mit einem günstigen Zinssatz, geben Ihre persönlichen Daten an und auf einmal ist der Zinssatz wesentlich höher als zuerst angegeben. Das wird Ihnen bei der DKB nicht passieren. Zweitens, Sondertilgungen sind jederzeit kostenfrei möglich. Das heißt, wenn Sie noch zusätzliches Geld bekommen oder den Kredit sogar auch vorzeitig halt zurückzahlen möchten, können Sie das jederzeit tun. Damit sparen Sie natürlich Zinsen und sind auch wieder schuldenfrei. Zudem ist drittens das Privatdarlehen bei der DKB ohne Zusatzkosten. Es sei denn, Sie buchen sowas wie Versicherung hinzu, aber das schauen wir noch im Verlauf des Clips. Hier können Sie eine Kreditberechnung durchführen. Sie sehen, wenn man den Regler bis ganz weit nach rechts schiebt, sind maximal 50.000 Euro möglich, die man als Kredit aufnehmen kann bei der DKB. Und die Laufzeit lässt sich auf 84 Monate maximal strecken. Mein Beispiel langt mir ein geringer Betrag und auch die Monate, die können gering sein. Es geht ja darum, zu zeigen, wie man erfolgreich einen DKB-Kredit beantragt. Okay. Achso, als Punkt könnte man noch sagen, warum DKB-Kredit, die schnelle Kreditentscheidung und die schnelle Auszahlung. Das werden wir aber im weiteren Verlauf selbst erleben. Klicke ich auf Kreditanfrage stellen. So, dann sehe ich hier diesen Auszahlungsbetrag, den ich haben möchte, den Verwendungszweck. Da gibt es verschiedene Vorschläge, was man auswählen kann. Bei mir ist es eher Sonstiges. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich mit dem Geld machen möchte. Ihnen wird es wahrscheinlich anders gehen. In dem Clip geht es ja darum, zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Heute ist Sonntag, der 3.5. und der Auszahlungstermin wäre der frühestmöglichste in 5 Tagen. Ich könnte mir aber, wenn ich das Geld auf Termin brauche, auch ein anderes Datum innerhalb der nächsten 3 Monate hier auswählen. Weil es in diesem Beispiel schnell gehen soll, lasse ich einfach das vorausgewählte Datum. Hier ist die Frage, ob die Kreditraten halt zum 15. oder zum 30. vom Konto gebucht werden sollen. Ich lasse es zum 30., so wie es hier voreingestellt ist. Der Hintergrund hier ist recht einfach. Es gibt Leute, die eher zum Monatsmitte oder zum Monatsende halt ihr Gehalt bekommen. Und das kann man dementsprechend dann hier optimal anpassen. So, und dann tragen Sie Ihr Geburtsdatum ein und wählen Ihren Familienstand aus. Hier ist dann voreingestellt, dass es eine Versicherung gibt, ne? Das nennt sich hier Ratenschutzversicherung. Da gibt es verschiedene. Wir lassen es erstmal die voreingestellt. Ich zeige Ihnen hinterher, warum ich es ändern werde. Lassen wir es voreingestellt. Und noch der Frage, Beschäftigungsstatus, sind Sie selbstständig oder nicht selbstständig? Dann das Häkchen da. Man kann einen zweiten Darlehensnehmer hier einfügen. Das kann beispielsweise denn der Ehepartner oder der Freund, Freundin sein. Es kann aber auch eine dritte Person, eine Fremde sein. Es kann beispielsweise Mutter, Tochter oder auch bei einigen Leuten vielleicht der Nachbar sein. Das kann, so wie Sie es hier auch erkennen, immer wenn Sie dieses i sehen, können Sie mit der Maus rüber, sich positiv auf die Kreditentscheidung auswirken. Ja, natürlich, das hat was mit der Bonität zu tun. Bei mir bleibt es bei Nein. Ich gehe jetzt auf Berechnen. Und beim Runterscrollen sehe ich denn hier dieses Angebot. Die 2.500 Euro möchte ich haben. Das würde mich jetzt die Versicherung kosten, die ich hier gewählt habe. Die Bearbeitungsgebühr ist klar, ist bei 0. Das ist der insgesamt zu finanzierende Betrag, also Auszahlung plus Versicherung. Das wäre die monatliche Rate bei 12 Monaten Laufzeit. Und wir kommen nochmal darauf zurück. Der effektive Jahreszins ist genau wie angeboten gleich geblieben. Das hat sich jetzt nicht geändert. Ich selbst bin kein Freund von Versicherungsprodukten, die ich nicht brauche. Sowas können Sie drin lassen, wenn Sie jetzt ganz, ganz knapp bei Kasse sind und eine hohe Kreditsumme haben und Haus, Familie und sonst was auf dem Spiel steht. Dann ist es schon sinnvoll, eine Versicherung zu wählen.
Wenn das nicht auf Sie zutrifft, können Sie sich auch das Geld sparen und keine Versicherung, keine Absicherung wählen. Ich klicke hier also auf Neu berechnen. Und Sie sehen, dass der Versicherungsbeitrag verschwunden ist. Ist jetzt auf 0 Euro und die monatliche Rate ist niedriger geworden, ungefähr jetzt um 6 Euro, die man pro Monat spart. Scrollen wir ein Stück wieder runter. Okay, ich gehe auch weiter. Jetzt kommen die persönlichen Angaben von Ihnen. Zuerst natürlich das Nettoeinkommen. Gegebenenfalls können Sie hier Kindergeld auswählen. Das ist so gestaffelt halt 0 und dann ein Kind, zwei Kind, drei Kinder. Sonstige Einnahmen. Hier geht es um regelmäßige Einnahmen. Und das kann Verschiedenes sein. Bei mir ist es beispielsweise ein Minijob, wo ich monatlich diese Summe bekomme. Und das kann man dann hier auch einfüllen, geringfügige Beschäftigung, Nebenjob. Und Sie sehen gerade, was man noch hinzufügen kann. Elterngeld ist dabei, Mieteinkünfte und allgemein Nebenjob bzw. auch Renten. So, wenn man das eine gemacht hat, geht gleich das Feld auf. Es können weitere sonstige Einnahmen hier ja, angegeben werden. Denn zum Wohnstatus, ob Sie zur Miete oder Eigentum wohnen, bei Miete natürlich dann die Miethöhe, bei Eigentum ist dann, wird nach Quadratmetern gefragt. Wenn Sie gesetzlich versichert sind, dann bleibt dieses Feld frei, es sei denn, Sie haben eine private Zusatzversicherung. Wenn Sie privat versichert sind, tragen Sie dort Ihren monatlichen ja, Beitrag ein für die Krankenversicherung. Bei den gesetzlich Versicherten ist das ja bereits abgezogen, der Betrag beim Nettoeinkommen. Also dadurch entsteht ja vom Brutto auch das Nettoeinkommen. Läuft bei Ihnen gleichzeitig noch eine Immobilienfinanzierung, geben Sie hier die monatliche Rate an. Gegebenenfalls ist hier noch ein Feld für Unterhaltsverpflichtung und falls Sie einen Kredit ablesen möchten, also ein anderer Kredit besteht, dann geben Sie hier die Rate von den bisherigen monatlichen Kreditbelastungen ein. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Weiter. Okay, das sollte. Mal gucken auf das X hier. Jetzt tragen Sie dann Ihre persönlichen Daten ein. Und hier, ob Sie schon bereits DKB-Kunde sind. Ja, das ist übrigens, das wäre noch ein weiterer Grund, warum ich die DKB hier ausgewählt habe. Ich bin seit über 10 Jahren ein begeisterter Kunde der DKB, bisher mit dem kostenlosen Girokonto. Nun geben Sie an, wo Sie wohnen und wie Sie erreichbar sind. Das lasse ich mal etwas schneller laufen. Vorteilhaft ist, beim Auszahlungskonto können Sie sogar mit den alten Kontonummern arbeiten. So, okay, hier sieht man, dass das automatisch dann von der DKB umgerechnet wurde in die neuen IBAN und BIC. Denn die Frage, ob das angegebene Konto auch für die Auszahlung für die Zahlung der Rate ist, ja natürlich, also auch von dem Konto wird dann die monatliche Rate abgebucht. Es folgen dann die Angaben zur Beschäftigung. Da geben Sie dann zuerst quasi Ihre Berufsgruppe auch an. Und dann die Daten zum Arbeitgeber. Auch das lasse ich wieder schneller laufen. Okay, der Antrag ist jetzt durch. Hier geht es nochmal, sich die Bedingungen und den Datenschutz anzuschauen. Am besten lassen Sie das so, wie es ist, weil Sie haben eh keine andere Chance, sozusagen, das zu bekommen. Was mir an der Stelle noch auffällt, das wäre vielleicht nochmal ganz interessant, der Auszahlungsbetrag ist hier glatt bei 2.500 Euro. Für Versicherungen haben wir gesagt, nehmen wir keine rein. Laufzeit 12 Monate und die monatliche Rate hier bei 213,29 Euro. Mir würde es besser gefallen, eine glatte Rate zu haben. Ich klicke hier also nochmal auf Ändern. Das können Sie jederzeit während des Antrags machen. Sagen, okay, wir nehmen die Monate raus und geben eine monatliche Rate ein, die wir zahlen möchten. Und ich mache es jetzt auf glatt 200 Euro.
klicke auf Neu berechnen. Es wird mir eine neue Berechnung angezeigt, die sehe ich hier unten. Und die Laufzeit erhöht sich damit auf 13 Monate, aber die Schlüsselrate ist auch etwas niedriger. Im Prinzip ist das von der Berechnung her genau dasselbe wie bisher, allerdings sieht optisch meine Rate einfach freundlicher aus. Wenn ich auf Weiter klicke, gehe ich nochmal kurz durch den Antragsprozess durch. Alle Daten bleiben vorausgefüllt, wie ich es eben hatte, bis ich wieder auf diese Seite komme. Okay, also machen wir weiter an dem Punkt. Mit Geldwäsche habe ich nichts zu tun, deswegen das Häkchen hier rein. Und ich bin auch damit einverstanden, dass meine Bonität geprüft wird. Und das ist ganz normal, das tut jede Bank. Also bleibt mir auch nichts anderes weiter, als dieses Häkchen zu setzen. Jetzt klicke ich auf Weiter. Hier nochmal der Hinweis, was die Versicherung betrifft. Ja, natürlich, das ist ein Punkt. Daran verdient natürlich der Anbieter, in dem Fall hier die DKB, dass sie daran verdient, an der Vermittlung der Versicherung. Das ist hier eine überschaubare Geldsumme. Selbst wenn ich morgen sterben würde, es würde die Welt außer für mich persönlich nicht untergehen. Ich brauche diese Versicherung nicht. Deswegen kreuze ich hier an, dass ich entscheide mich gegen den Abschluss einer Rentenversicherung, denn das Risiko kann ich eigenverantwortlich handeln. Hier sind nochmal alle Angaben in der Übersicht, die ich nochmal durchgehen kann, ob es alles richtig ist. Ich habe sie auf Video aufgezeichnet, das stimmt alles soweit. Ich klicke jetzt auf Weiter. Es hat geklappt, die Finanzierungsanfrage wurde an die DKB erfolgreich übermittelt. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Man kann entweder das Ganze ausdrucken, das wäre der Bereich, oder sich per Post nach Hause zusenden lassen, beispielsweise, wenn man über keinen Drucker verfügt. Ich klicke jetzt hier auf den Darlehensantrag und stelle fest, dass der 14 Seiten hat und doch relativ umfangreich ist. Also wenn man es jetzt eilig hat, würde man das sicherlich jetzt ausdrucken, ja, unterschreiben, an die Bank zurücksenden. Ich habe es in dem Fall jetzt nicht so eilig. Ich lasse es mir einfach alles bequem nach Hause zusenden. Okay, das hat geklappt. Ich werde die Unterlagen in den kommenden Tagen bequem per Post erhalten. Damit ist dieses Video zu Ende. In weiteren Folgen werden Sie die Auszahlung des Kredits, das Abbuchen der ersten Rate sowie die Kreditreduzierung mittels Sondertilgung miterleben. Jedenfalls, wenn Sie meinen YouTube-Kanal abonnieren oder besser noch, sich per E-Mail als Fan unseres Spezialportals eintragen. So entgeht Ihnen kein wichtiges Update, welches Sie zur Verbesserung Ihrer Bankbeziehung nutzen können. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer eigenen Kreditbeantragung. Sie haben ja gesehen, wie einfach das geht und auf welche Punkte man achten muss.